Das ist doch mal ein schönes 24. Kalendertürchen, ne? Vollgeist, ich habe meine Playstation von meinem Epic Games Account getrennt, um halt jetzt auf der PS5 mal zu schauen, ob wir Trophäen bekommen können. Und ja, ich will einfach mal direkt spielen. Anzeigefehler. Trupps ist empfohlen. Ich verstehe, dass es empfohlen ist. Ich bin ein Experte. Ich weiß, es gibt irgendwie so ein Wort dafür. Wie das heißt, wenn man halt gut ist, aber dann sich einfach einen neuen Account macht. Das Spotty hat mir das Wort mal erklärt, aber ich hab's wieder vergessen. Knockout klassisch. Du hast unerforschte Abenteuer. Das ist auch ein bisschen anders. Ich habe auch lange nicht mehr Vollgas gespielt. Mal einfach mal eine Solo-Runde, ne? So hat alles angefangen. Spielen wir das einfach mal. Und ja, wird ja letztendlich auch ein bisschen, also ich zeige euch so Runden, ne? Ein bisschen zusammengeschnitten. Vielleicht auch mehr die interessanten Dinge und so weiter und so fort. Und ja, idealerweise kriegen wir auch Trophäen, ne? Wir gucken einfach mal, wie das denn jetzt aussieht. Du brauchst jetzt nicht unbedingt direkt Platin, aber wäre schon cool, auf der PS5 noch Platin zu holen, so beim Why Not, ne? Und ja. Wenn das halt auch mal eine Motivation für mich ist, Vollgas zu spielen, hey, warum nicht, ne? Das ist letztendlich aber auch ein gutes Spiel. Ich war halt einfach nur irgendwann so enttäuscht davon, dass das Spiel einfach keine Inhalte bekommen hat. Was halt seitdem halt diese Kreativmodus entwickelt wurde, auch einfach nur noch der Fall war. So, und das ist halt so ein bisschen schade. Ja, ich werde einfach mal gucken, wie es geht, wie es läuft, ne? Und wir werden schon irgendwie Spaß haben. Ich habe Emotes, das ist gut. Gott. Nicht blamieren. Ich meine, ich bin für die meisten hier bestimmt auch leichte Beute so, aber nö, nicht mit mir. Nicht mit mir. Die Null ist anders, oder? Ich glaube, die Null ist neu. Da oben bei der 10 kann man die zum Beispiel sehen. Da kommt noch einer. Kling, eine kleine Reise. Sehr schön. Wäre natürlich cool, wenn wir alle Trophäen in diesem Video hätten. Aber ich glaube, das schaffe ich. Schaffe ich es halt nicht. Fruchtlumme. Und dann lass mal gucken. Vielleicht sind ja mal wieder ein paar ältere Modi dabei. Ich glaube, Fruchtlumme ist so eins der älteren Modi, die ich auch lange Zeit irgendwie auch vermisst habe. Ja. Vielleicht spielen sie dann auch irgendwann mal wieder mehr. Auch beim Hauptaccount. Auf dem PC. Ba, 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 ba. Ah, Fruchtlumme? Ja, kann man machen. Hatte ich, wie gesagt, damals vermisst, als ich aufgehört habe. Zwei Drachenfrüchte, ein grünes. Ein automatisches Hochziehen. Von mir aus. Zwei rot, ein grün. Na komm, gib Aufgabe. Zwei rot. Oh. Vier Trauben und eine Kokosnuss. Ich glaube, wir haben vier Trauben und Kokosnuss ist halt das andere, ne? Wobei, man hat auch noch irgendwas gefragt, was nicht da ist, ne? Vier Trauben, eine Kokosnuss. Das ist Trauben. Ist ja cool, wenn ich von der ersten Runde direkt gewinne, aber... Nö. Ich habe lange nicht mehr gespielt, ne? Ich werde auf jeden Fall nicht irgendwie anfangen, irgendwie aggressiv zu spielen. Soll das für alle Beteiligten irgendwie eine schöne Erfahrung sein.
zwei Birnen, zwei Bananen, ein grünes, da muss man irgendwo. Drei Birnen, zwei Bananen, okay. Drei Birnen, zwei Bananen und grün. Drei Birnen und zwei Bananen. Ich muss ja dann auch auf Level 40 spielen. Aber sagen wir mal, Levels zu bekommen, ist halt auch am Ende einer Season oder Ruhmpass, wie das ja mittlerweile leider ist. Eigentlich sogar nicht so spielt, weil es immer so mehrfach XP gibt. Müsste halt vielleicht so eine Erfahrung bringen, wann es dann so der Fight ist. Für die halt Level 40 Trophäe, ne? Und dann kriegt man das halt auch recht schnell zusammen. Wenn sie es nicht geändert haben, so, aber gehe ich jetzt mal nicht davon aus. Man will die Menschen immer schön zum Spielen animieren. Die Rumbling-Musik. Ja, wollen wir mal gucken. Ja, ich glaube, nach dieser Runde gibt es halt dann nur noch die Runden für euch. Ja, ich denke mal, wo was Krasses passiert, so. Mann, rutschen. Ja, hier. Warum klappt das Rutschen nicht? Was soll das? Das ist uncool. Da ist der Ausgang und dann einfach dem Weg folgen hier lang. Oh, ich war dumm. Ich war mir so sicher, dass das der richtige Weg ist. Okay, das ist peinlich. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Mageloser Sieg. Oh, schön. Fallgas. Erreiche die Endgeschwindigkeit. Ich wollte noch liefen, aber gut, die Trophäen haben mich zu sehr abgelenkt. Komm bitte, jetzt raus. Das scheint kurz beenden, Lo. Na los, komm. Naja gut, ne, ich kann ja. Wobei, ja, ne. Ich schneide das irgendwie auf, werde dann glaube ich dann immer halt wirklich nach einer Runde auch immer mit das Video beenden, weil ich kann einfacher Video schneiden, wenn es halt wirklich immer so kleine Häppchen sind. Lass mich jetzt bitte gehen, so. Also wer hört das gerade gar nicht mehr? Vielleicht auch schon. Was hat das ein bisschen schwierig werden könnte, wäre 50 Sachen aus dem Shop zu kaufen, weil die Sachen nicht laut teuer sind. Ich hab wie 1100, das ist ein richtiger Scam hier. Ich komme wieder, keine Frage. So, ich bin jetzt im Modus, der sich Knockout klassisch nennt, mit der Beschreibung, dass es hier klassische Vollgasrunden geben wird. Und naja, das ist auf jeden Fall ein klassisches Rennen. Ich werde natürlich jetzt auch vor allem schauen, dass ich meinen Emoten bevor ich Erster werde, irgendwie hinbekomme. Aber ja, mal gucken, ne? Ich hätte es ja theoretisch in der einen Runde das schaffen können, aber, ne? Ich war einfach dumm hier unten runter auf jeden Fall. Das ist auch ein bisschen doof, dass ich mir jetzt keinen Ruhmpass kaufen kann. In meinem Hauptaccount kann ich das halt, weil da habe ich halt noch gut so, die ich mir mal angespart habe, weil ich will halt echt kein echt Geld reinstecken. Weil ich das theoretisch mal machen könnte, weil ich halt noch nie Geld für Folge ausgegeben habe und dann wäre es halt nur fair, das mal einmal gemacht zu haben. So. Läuft gerade echt scheiße übrigens. Verhungern ist auch klassisch. Ja, muss mal gucken, wie ich das am Ende schneide, so. Irgendwie denke ich mir so, ja, wenn ich es richte, dann bleibt das auch drin, so, ne? Aber, wie gesagt, das werdet ihr dann schon sehen. Oder auch nicht. Na doch. Ey, kommt auch ein bisschen auf an, wie viel ich halt schaffe, so, ne? Bis Heiligabend. Heute ist übrigens der 12. Februar.
Nein, ich glaube, nicht immer, meine Güte. Ich hasse es. Team-Abschweifen fand ich eigentlich immer ganz cool. So, das einzige Abschweifen, was ich irgendwie mag. Wo sind die Teams? 6 Leute oder 5? 5 Leute, das ist eine interessante Größe auf jeden Fall. Ich hab einen Schwanz, fuck. Und es sind 8 Schwänze im Spiel. Na. Kein Druck, spiel einfach. Dann kommen meine Fähigkeiten schon von ganz alleine auf den Tisch. Wir haben nur noch einen Schwanz. Aber alleine kannst du natürlich nichts reißen, Lono. Wobei, wenn ein anderes Team 0 hat, wie jetzt, dann funktioniert das schon so. Aber ich würde mich schon sicherer fühlen, wenn noch irgendjemand anderes aus unserem Team einen Schwanz bekommen würde. Ah, das ist Betrug. Ja, ich bin nicht der Einzige. Weil, ich bin nicht der Einzige aus dem Team ohne Schwanz. Ah, fuck. Nein, 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 nein! Ich muss kurz was ausrüsten. Was ist das? Das sind neue. Das ist ungewohnt. Ja gut, ne, wenn jetzt irgendwelche Schadigen vorkommen, die ich nicht kenne, so ist halt ein bisschen ungünstig, ne? Oh Gott. Aber so coole Mechanik so. Wäre denke ich mal ganz gut, sowas zu kennen, aber ansonsten coole Mechanik, ne? Ey! Okay, das war cool. Irgendwie. Da bin ich dann durch. Oh Gott. Aber hey, ist irgendwie cool. Ja, aber cool, dass es da irgendwie doch ein paar Neuerungen gibt, dass wir da noch so ein bisschen was gemacht haben. Ich bin begeistert so ein bisschen. Ballpark. Schnappt ihr den Bodenball, schnappt ihr einen Bodenball pro ab und rollt es die. Okay.
bisschen was von Mario Party. Mario Kati hier. Mario Kati. Typ da eventuell eine Abkürzung. Ja, ich glaube, der Typ hat da gerade eine Abkürzung. Na, geh unten lang, ne? Komm hoch da. Los, durch da. Ich kann nur hoffen, dass es irgendwann jetzt auch so einen Modus gibt, wo man ganz einfach die 5 Siege in Folge bekommen kann. Das gab es ja in der Vergangenheit zumindest jetzt mal so ein bisschen. Und ich würde mir das heute so ein bisschen einfacher machen, ne? Ich kann mich hoffen, dass es immer noch mal... Das ist Tobi einfach. Hallo Tobi. Die alles gelesen ist ein bisschen anders. Fake Tobi. Downtown Rush. Schnapp dir einen Boden bei Power-Up. Oh, das ist Ziellinie. Alles klar. Aber ich mag Rennen. Ich mag Rennen als Finale überhaupt nicht. Ich fühle mich immer so unkreativ und keine Ahnung, es fühlt sich nicht irgendwie so an wie ein Finale, einfach so, ja, wer hat gerade am meisten Glück gehabt und wer vorne startet. Und natürlich ist es auch Können, klar, aber manchmal, ja, weiß nicht, passiert einfach ein Unglück und dann, ne. Na, Tobi. Oh, jetzt bin ich schon der Letzte, ne, aber gut, das ist okay. Da ist jemand geliebt. Was ist das? Hui, hui. Aber schon cooles Power-Up. Okay, da war ich gierig. Ah, okay. Ich muss da aktiv nochmal springen. Man kann anscheinend, glaube ich, auch so im Sprung so ein bisschen. Naja, gut, die Leute. Ja, es ist okay. So. Ich bin jetzt mal in der Truppschuhe drin. Ich kann echt mit mir selbst spielen, so theoretisch, ne? Ah. So, ich würde mal in einen anderen Account halt reingehen, ne? Na gut, machen wir jetzt nochmal. Sag mal, es läuft gut. Ich glaube, wir haben voller Trupp. Oh, Ventilatoren, das ist ein bisschen mies. Miese Brise. Das ist halt sogar echt eine Brise, so, ne? Mann. Muss übrigens auch Worms um. Worms. Mann! Bitte drückt da keiner irgendwie wild irgendwelche Knöpfe. Ja, einfach keine Knöpfe drücken. Dann kommen wieder einfach alle durch. Ja, drückt damit nochmal rauf. Oh nein! Der rauer Rübe, weil ich glaube, ich in Leute reingefallen bin. Zielpunkte für eine gewisse Zeit fallen. Er würde jetzt gerne noch ins Ziel kommen, so. Was ist denn das? Bin ich wirklich aus der Übung oder haben die hier was verändert? Nee, ich war einfach nur dumm platziert, so. So, ab ins Ziel, bitte. Ja. Das ist auf jeden Fall keiner, der, diesen neuen Account gemacht hat, um auf der PS5 die Trophäen zu holen. Warum bin ich da abseits? Familie Auditore, cringe. Wadenkrampf.
würde halt gerne mal wieder so meine ja, Skill-Kompetenz so ein bisschen wieder auspacken. Ich glaube, dafür brauche ich noch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Wir gucken mal. Ich könnte mir vorstellen, wie das jetzt läuft, aber wir gucken mal. Wo bin ich? Ich bin rechts, okay. Also politisch. Was? Wollte schon sagen, hast du Bock? Oh Gott, das ist wackel hier rum. Oh, das war gut. Der ja, Typ ist geliebt. Vielleicht, weil er dachte, wir sind ausgeflogen. Einfach nur, weil er böse ist. Weiß es nicht. Ja, da kann man es auch hochziehen. Also war doch eine gute Leistung, ne? Der andere war nur auch gut, ne? Ja, hier kommen wir. Das ist 20%, sehr gut. Man muss, glaube ich, irgendwie 500 Mal qualifizieren für eine Trophäe. Ja. Und ja, jetzt redet gerade über die Trophäen, aber es hat auch ein Video gerade, ne? Da muss man irgendwie Kontakt bringen und es geht ja auch ein bisschen darum. Hihi. Oh, ich habe hier noch Briefmarken. Pixelmaler. Ja, da ist okay, das muss so dritt sein. Ich hoffe halt, das Team arbeitet gut. Ich glaube, die beiden, die jetzt noch da sind, die arbeiten gut. Wir sind verlässlich. Okay, ich habe eine Seite für mich. Oh, ich schaff das. Was ist denn falsch? Ah ja. Das ist falsch. Oh Mann, das ist ja schon wieder unpeinlich. Unpeinlich. Aber auch erfahrungsgemäß sind hier die Spiele halt auch irgendwie so ein bisschen schlecht. Frag mich nicht warum. Ist nur eine Beobachtung. Mann, was ist denn das? Das steuert sich auf der Konsole auch irgendwie nicht so gut. Das Würfel leckt ein bisschen. Fuck, 2 von 3 sind qualifiziert. Warum leckt das denn gerade so? Ich will wieder auf dem PC spielen. Ernsthaft? Das ist peinlich. Das ist peinlich. Die Map, in der ich damals meine Trophäe bekommen habe, dafür vor dem Erster wäre noch zu emoten. Wir sind jetzt in der Duo-Show. Gucken, wie es hier läuft. So, wir gehen unten lang, oben ist eigentlich immer irgendwie ein bisschen doof. Natürlich wäre es hier direkt weggesteuert, aber jetzt war sogar ganz okay so. Oh Gott, das ist. Ich habe ein Checkpoint erreicht. So. Ich bin jetzt wieder auf Kurs. Immer unten lang gehen, so schneller. Glaube ich. Dann kann man so ein bisschen abkürzen. Noch wo und jetzt war man diesmal. So, und dann lotzen hier halt in meiner Seite. Für gute Po. Was ist das? Keine Ahnung. Ich muss wieder reinkommen. Ich muss wieder reinkommen. Bisschen anstrengend, dass so dieses HUD hier über den Anzeigen ist. Also die eine hat, das sind ein bisschen beides HUDs, ne? Dass die beiden sich halt so ein bisschen überlappen, so einmal da unten rechts so und dann halt oben links auch mit den Online-IDs anzeigen, ein bisschen, keine Ahnung, Ton.
von der 2. Kontrolle auf eine Map, die ich eher nicht so mag. Wobei ich mich dann doch irgendwann mit der angefreundet habe. Weil der doch für die ganze Zeit kam, so, ne? Wie man anders machen, sich mit der Map anzufreunden. Da auf jeden Fall der Rutschtrick, so. Oh, der rutscht schneller diesmal. Bitte grab mich nicht, du Penner. Ja. Sehr schön. Sonic. Das Level mag ich. Mal gucken, wie es läuft. Zählt als Rennen eine Jagd? Gibt es noch andere Level, die Jagd heißen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Wo sind wir? Seht ihr mich? Seht ihr uns? Ich sehe mich nicht. Okay, wir sind unten. Das ist eine richtig doofe Position, ich gehe hoch. Alles irgendwie ein bisschen doof hier. Fass meinen Kumpel nicht an. Ja, es läuft gerade überhaupt nicht. Warum läufst du da lang, wo ich lang laufe? Die will ich haben. Oh, wir haben 31. Da war mein Kumpel gerade, glaube ich, ein bisschen geil. Arschloch. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? So, komm. Oh, geil. Danke, Leila, hast du gut gemacht. Den letzten Ring musste er oder sie auch bekommen haben. 7 Trupps. Ja, eine Überlebensrunde, ein Rennen. Finale wird noch nicht kommen. Oh nein. Zumal es auch irgendwann halt dann abgeändert wurde. Halt. Das ist halt nicht mehr 60 Leute, maximal in einer Lobby sind dann nur noch 40. Was ein bisschen schade ist, aber das ist okay. Aber von daher, ne. Gilt doch die Regel nicht mehr mit 20, beginnt Finale. Boah, nee. Und weiter gibt's eigentlich einen ganz guten Trick, sobald man einmal das Baby hat. 6 Babys sind's. Umarm mich. Oh fuck. Mann, nicht mein Baby. Die Loslassen-Technik kennt er, ne? Theoretisch ist halt so eine Taktik, da eine Rutsche zu warten, wenn dann jemand kommt, runterrutschen. Diesmal habe ich sonst gecarried. Ich glaube, das ist ein fairer Deal. Hier, Trupps. Heenspitzenfinale. Jetzt gibt's das ja wieder. Oh, ich glaube, dafür wäre ich jetzt, glaube ich, nicht bereit. Knallballfinale. Ist ein cooler Modus so. Gucken wir mal, ob ich es entsprechend auch gut verhalten kann. Was haben wir hier so abseits stehen? Ich erkenne da sowas. So,
Double Kill schon mal. Trinke ich halt auch so ein bisschen einfach nicht loszulassen, weil dann fliegt man nicht so krass weg. Komm, ich hab jetzt jemanden getötet, bist du auch mal dran. Oh, nein, 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 nein. Das war ein Selbstmord, sehr gut. Nehme ich auch mal auf meine Kappe. Okay, den habe ich auch getötet, lag ich jetzt mal. Oh, fuck, fuck, sorry. Ich dachte, er wäre gerettet gewesen, weil, naja, ne. Weil es halt runtergefallen ist, so. Fuck, nein! Oh, Mist. Das war unnötig. Frage, sind die beiden in einem Team oder nicht? Bitte fall nicht runter. Ich brauch den Sieg für die Klicks. Schade. Oh. Da brauchst du auch nicht. Also man kann direkt ausscheiden. Das ging glaube ich aber auch schon, als ich noch damals gespielt habe. So. Ach, schade, schade, schade. Dann mache ich es doch jetzt als letzten Lauf. Jetzt für meine heutige Aufnahmesession, für meine kleine. Das ist die vierte Runde in Insgesamt, die Spiele. Ich guck mal kurz in die Aufnahmen rein. Ja, das ist die vierte Runde. Vierte Modus in den Spieler. Ich glaube, das ist so ein Modus, wo man die 5 Siege in Folge farmen kann. Weil da, glaube ich, jeder gewinnen kann. Würde ich vielleicht sogar ausprobieren, wenn es geht. Ja, alle können sich qualifizieren. Sieht schön aus. Ach stimmt, wir haben jetzt auch neue Season so eingefügt für den Modus, ne? Ist cool. Für ihre Land. Wofür? Ne, das war das, was ich vorhin meinte. Ach, keine Ahnung. Ich glaube irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht. So einen verschneiten Bienentower würde ich schon fühlen. Das ist nicht gut gebaut. Also wie das ein bisschen sehe, würde ich wahrscheinlich auch auf einem. Nicht mehr am Anfang des Levels. Ne, ich glaube, das ist kein Modus, den ich fünfmal ineinander spielen möchte. Ich schätze die Kreativität, aber irgendwie. Boah, nervt mich das nur. Was ist das? Nee, die Map gefällt mir nicht. Bin ich vom Level an? Ich bin halt erst am Level anfangen will. Das ist gut, dass wir mehr in den Kreativmodus reinpacken, aber ich mag den Kreativmodus eh nicht, weil, keine Ahnung, das dafür sorgt, dass die Entwickler nicht mehr so kreativ sind. Weil ich halt vor allem so neue, keine Ahnung, neue Überlebensrunden, neue Teamspieler haben möchte, so nicht irgendwie. Und Checkpoint. Ja, komm. Ja, da ist jemand im Ziel schon. Guck mal, was kommt denn hier jetzt noch? Boys. Ich mag die Map nicht. Ich
ist das? Boah, nee, nee. Ich will den nicht nochmal spielen. Komm. Bitte. Ich hoffe nur, was ist das hier für ein Ding? Keine Ahnung. Da hinten ist das hier. Was ist das? Die Vibration killt mich gerade echt. Hallo! Was ist das für ein Schmutz? Mann, was ist das? Muss ich hier irgendwie springen? Nee. Ja, okay, ich bin durch. Was ein Schmutz, was ein Schmutz. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Oh, fuck, ich glaube, noch ein Zeitlimit. Ich werde bloß noch eine Vibration ausschalten. Oh, dann ist hier gekommen. Geh ich voran. Oh, oh perfekt. Ich kann mir das Thema gefallen. Ja, super. Nee, das ist kein Map, die ich mit meinen Folge durchspielen möchte. Nee, nee. Mein erster Sieg auf jeden Fall. Oh, ist eine andere Map. Ah, so, so, verstehe, verstehe. Ja gut, dann. Haben sie es ein bisschen verändert, dass nicht immer das gleiche kommt. Das ist eigentlich auch recht gut, I guess. Beim Spiel ist es ja gerne fünfmal so. Wir einfach hoffen, dass halt fünf Maps kommen, dann die ich gewinne, ne? Ja, wie gesagt, wir machen jetzt einfach die fünfmal, außer ich verliere vorher dann halt nicht, ne? Jetzt ein Ziel, du Penner. Ballonspeen. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Die Goldmedaille gibt's ja nicht, erster werde. Cool. Oh, die Map. Kenn ich die Map? Nee, 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 kenn ich nicht. Wir machen keinen Schnee. Oh Gott, das war gewagt. Ich bleib in der Mitte, ne? Weil die auch am einfachsten aussieht, so. Okay, sagte er, während er fällt. Komm. Was? Okay, das war glücklich. Jetzt bin ich in die Kamera ein bisschen ätzend. Okay, einmal hier so rum, verstehe. Na, Kamera drehen zu müssen, was mag ich eigentlich. Mochte ich auch bei Bienes Turm. Okay, was ist hier los? Ich verstehe. Oh Gott, den... Ich dachte, ich müsste höher springen. Mann! Oh nein! Fuck! Kamera. Da habe ich natürlich meinen ganzen Vorsprung aufgegeben. Nein, 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 bitte fall nicht runter. Geh bitte einfach auf. Du bist ein Erster. Was ist das hier?
Oh Gott, das war knapp. Geil, geiler Typ. Großer Shaker. Sehr schön. Eine Nasenlänge voraus. Gewährt in einer Rennrunde. Weiß das noch nicht. Der Hoffnungsträger Level 10. Okay, cool. Hier. Nächste Runde. Winter Wipeout. Klingt furchtbar. Ja, mal gucken. Kann nur besser werden als das, was da unten auf dem Bild abgezeichnet ist. Lieber Rott. 7313. Aber Waschelagen ist leider nicht die Map, die wir eben hatten. Neben der Party und Standard, da war jetzt am Anfang so eine Pixel und Standard. Dann gibt es auf jeden Fall Schnee. Ich weiß nicht, ob es noch andere Seasons im Creative Bau gibt. Aber jetzt haben wir zumindest noch nicht gesehen. Ja, ist okay, habe ich gesehen. Das Ziel. Ich habe kein Problem damit, wenn du mich das erste Ziel gehen lässt, aber ja, hätte mich auch gewundert. Zum Abschluss der Winter One. Gleich werden wir sehen, ob das für die Trophäe zählt. Oder nicht. Ich denke mal schon, ne? Weil gedacht, der eine Sieg hat ja auch gezählt. Von daher hätten wir dann so die nervigste Trophäe eigentlich auch schon. Weil ich glaube, mit einem legendären Kleidungsstück könnte sogar die nervigste sein, einfach nur, weil ich das nicht bekommen kann, weil wenn ich kein Geld ausgebe oder so. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Also lass mich hier ins Ziel kommen. Oh nein. Was denn? Oh. Okay. Oh nein. Was ist das denn für ein Schmutz? Ja, mal dieser Weg hier, ne? Sieht doch so ein bisschen. Ne? So, hä? Hab ich das nicht. Okay, es geht einfach auf und zu irgendwie. Hab ich das nicht so ganz verstanden? Weil irgendwie vor lang auch nichts passiert ist, so, aber was ist das hier? Was ist das für ein Dreck? Was ist das für ein. Was ist das für eine Schmutzmap? Generell, was ist Schnee für ein Schmutz? Schön, dass mir so ein Schmutz wahrscheinlich den Erfolg kaputt macht. Warum will ich jemand umarmen? Umarm mich. Kurze Umarmung. Ich habe mich aber noch die Vibration ausgestellt, ne? Komm, kann ich hier auf das raufspringen und dann da irgendwie rüberkommen? Kann man hier irgendwas? Dieses Ding hier, ne? Okay, das ist so ein länger anhaltender Boost, ich verstehe.
Wobei, das ist auch keine Ahnung. Was macht ihr da hinten? Ich glaube, damit muss ich irgendwas machen. Tut mir leid. Es ist einfach. Der Schnee ist einfach nur Schmutz in dem Spiel. Was machst du da? Ne, das ist kein Trick. Kannst du mal bitte jemanden drauf hinstellen? Ich will da auf jemand das Kopf bringen. Kann ich das irgendwie schieben? Ist das irgendwie ein Schalter? Komm, wir müssen jemanden umarmen. Viel los. Oh mein Gott. Komm. Ich schaff das irgendwie. Nee. Die Vibration ist viel zu anstrengend. Danke. Konnte ich die Map irgendwie melden? Wobei, wenn es da dann und dann mich dann so bouncen lasse. Weg da. Mann, weg da! Können wir da einfach alle gewonnen haben? Das ist die schmutzige Scheiß-Map, so. Kann man die irgendwie melden? Ja, keine Ahnung, das ist nichts davon. Ist einfach eine schlechte Map. Ich glaube, dann ist melden nicht die richtige Option, ne? Da kann man irgendwie das Schnee durchlaufen. Und da hoch, komme ich da ab wieder hoch, so. Da kann ich auf Stein. Oh nein, das läuft die Zeit ab. Das ist unfair, so, ne? Ich hoffe, das ist allen klar. Wahrscheinlich am Ende. Was schaffe ich das jetzt noch? Naja, nicht. Da ist irgendwie ein Pfeil. Schmutz! So. Das ist einfach nur Schmutz-Map, so. Aber eine Schneehilfe. Was ist das, ja? Okay, einfach. Na komm. Na irgendwie. Mann, was ist denn das? Aber irgendwie. Oh. Kann ich hier so lang da oben? Ich wollte einen Freund. Hätte funktionieren können, ne? Ich glaube, das wird direkt ein Fail, so, ne? Was ist okay, ne? Dieses lange Fall, das nervt mich ein bisschen. Ich hab mir den Fehler gemacht. Ich muss da ruhig bleiben.
Halt bitte auf, entlang zu fallen. Das ist ein Checkpoint. Da schon hier dem Ziel, das ist ungünstig tatsächlich, weil dann. Keine Ahnung, so. Also das Gefühl, es muss einfach da oben bleiben. Ja, man hüpft ja auch nicht irgendwie schneller, wenn man die X-Taste drückt. Das ist ja auch schon seit langem bekannt. Also prinzipiell sieht die Map echt schön aus, so. Ich habe nur gerade echt Probleme, hier zurechtzukommen mit allem. Ich muss hier schon runter, so. Ja, danke. Meine Güte. Fall doch nicht so lange. Ach, kommt da noch ein Countdown? Ist doch viel zu früh. Ne, eigentlich nicht. Aber schon lange, dass es trotzdem cool ist, so, ne? Dass es halt immer wieder einen neuen Modi gibt. Immer wieder was anderes. Ah, der Knopf. Ah, irgendjemand drückt schon den Knopf. Nur mit den Knopf drücken. Dankeschön. Ja, den muss man damals auch irgendwie finden, so, ne? Und hier lang, hier lang. Da, da, da. Mann, was? Oh, dankeschön. Ja, hier ist auch direkt Laubgebläse im Boden, man kennt es. Hier sind Leute im Ziel. Ja, das ist das Ziel, sehr gut. Okay, machen wir weiter, ohne zwei, ne? Meine Güte! Dann hab ich eben die Show auch vermisst. Aber wieder ein cooler Kurs. Das war nicht so gut. Level Design geil schon wieder, den kenne ich doch. Okay, ganz entspannt. Wir müssen nicht Erster sein, wir müssen nur ins Ziel kommen. Und interessant, wie ich da eigentlich recht gut mitlenken kann noch. Nein, was ist das denn jetzt schon wieder? Gut.
Hat er doch gut funktioniert. So viel Schnee. Oh nein! Ist dieses Level. Ah gut. Das Level kann ich ja. Das kenne ich ja noch, ne? Das kann ich ja. Glaube ich. Ja, hier kann man durchlaufen. Guck mal, da ist auch ein Tobi. Ganz viele Tobis hier. Ja, das ging ja irgendwie diese andere Map. Die war komplett weird. Wo halt, ja, ne? Letztes Mal ist dann die in Runde 5 gescheitert sind. Oh nein, das stimmt, das war der Quatsch hier. Ah, wer scheiße diesmal dieser Drecksmap. Das ist keine gute Map, so, sorry. Dass die überhaupt diese Auswahl hier ist. Macht mich traurig. Komm, lass mich durch. So, hier dann einfach die Sprünge hinbekommen. Es war, glaube ich, auch dann irgendwie auch einfach Glück, dass ich das geschafft habe. Wenn ich mich so recht zurück erinnere. Meine Güter, weg da! Ja. Okay. Einfach so ein bisschen abwarten, den Klapp sparten, dann passt das schon. Umarmen. Ich möchte ihn umarmen. Dankeschön. Das war ein guter Move. Okay, was war hier? Ah ja, wir hochlaufen, das... Hey. Hi, Tobi. Mach mal bitte Platz. Na. Okay, der ist schon hinter dem Ziel, das ist gut. Oh Gott, er hätte nicht sterben können. Ich hasse diese Map. Ich hasse Schnee in dem Spiel, ganz ehrlich, das ist furchtbar. Und sonst haben wir diese komischen Dinger. Also da wo man noch erst da muss man mal so rüberspringen, was auch Probleme hatte, so, ich erinnere mich. Gut. Nein! Dankeschön, stolzer Kumpel. Oh. Stoßen uns wieder mit 1000 Vollgas zusammen. Nett. So, weiter geht's. Wisst ihr, was eklig ist? Ich habe vor einer Personenaufnahme gesogert, ich habe zwar noch nicht gefrühstückt, aber immer eine Banane gegessen. Ja, ich habe gerade in der Küche so eine angebissene Banane gesehen. Die war natürlich jetzt schlecht und nicht mehr genießbar, so. Irgendwie, weiß nicht. Das ist die Rainbow Road, ne? Weil irgendwie hält dieser Boost nicht so lang wie... Ja, die hätten die Plattform besser nochmal hinstellen müssen, damit der Boost auch länger halten, ich weiß nicht. Wie qualifizieren sich nur 3? Was ist das für ein Verbrechen? Warum bist du so schnell? Was ist das? Okay. Fucking Rainbow Road. Nein! Nein! Ja, ich find's gut, dass ich die Trophäe nicht direkt bekomme. Was war das denn jetzt? Ah, ey. So, hi. Wir sind jetzt in einer extremen Solo-Show, sieht man auch schon, dass es Partymeile X ist. Und ja, die Partymeile. Eigentlich ganz cool, man muss halt nur bei Extremrunden aufpassen, weil sind die Leute nochmal aggressiver als sonst. Ja, ne. Ich kann mittlerweile auch ein bisschen aggressiv sein, aber irgendwie nervt es halt auch, ne? So.
Gott, aua. Durch. So, mal drehen. So. Ja, okay, das. Warten wir nochmal kurz, was gut ist. Und hopp. Na, das habe ich ja noch nicht geschafft. Wir müssen jetzt hier ganz gewagt und gefährlich rüberrutschen. Aber wir kommen ins Ziel. Was wollen wir denn mehr? Erster Platz vielleicht, ne? Aber wir sind im Ziel. Das Schöne an deutschen Extremshows ist einfach, dass halt immer sehr schnell viele Leute rausfliegen. Schöner ist natürlich, wenn man selbst nicht dabei ist. Hoverboard-Helden, oh nein. Ich hatte immer so ein Problem mit Hoverboard-Helden 1. Es gibt noch eine zweite Variante davon, die fand ich eigentlich recht cool. Die erste Variante, da bin ich eher schwach. Da gucken wir mal, wie es läuft. Na gut, wir schaffen das. Eigentlich ist es nicht schwierig so. Wir müssen halt nur so ein bisschen gut anstellen. So hier nichts unnötig überstürzen, so, ne? Probieren, Ruhe lassen. Ja, jetzt hier. Das Schießeis. Ach, da kommt gleich Wind. Ist aber auch mies, wenn ich die Kamera drehen muss. Aber ist okay, krieg ich hin. Alter. Muss man nicht, aber. Was ist das? Nein, 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 nein! Gut. Ey, das wird jetzt mies. Hier müssen wir nämlich wirklich an der Seite lang gehen. Hier hätte man, glaube ich, schon runterfallen können. Ja, es. Nee. Ich werde nichts riskieren, so. Ich werde jetzt echt nichts riskieren. Weil ich glaube, es ist auch nicht da zum Schwingen. Ich hatte kurz, es wäre irgendwas zum Schwingen, aber nee, es ist wirklich einfach nur ein Hindernis. Meine Güte. Prinzipiell ist Hoverboard 1 und 2 eigentlich recht cool. Aber ich finde 2 halt besser so. Aber habe ich das auch lange nicht mehr gesehen, auch wenn ich damit aufgehört habe. War jetzt halt irgendwie auch schon ein bisschen länger nicht mehr da. Das Wasserlauf ist nicht so cool, aber naja. Nein! Warum? Ja, ich muss wieder reinkommen. Dankeschön. Ah, ein Rollrennen. Gucken wir mal. Kreis aktivieren. Was ist das? Ja gut. Man muss auch wissen, wie es funktioniert, ne? Ganz einfach. Wenn man das jetzt weiß, dann kann man noch nicht viel machen. Man muss springen, so. Ja, also irgendwie coole Mechanik, aber irgendwie kommt es auch noch nicht so ganz drauf klar. Hier lang. Ich mach einfach mal. Mann, was ist denn das? Oh, danke schön.
Ah, sehr schön. Ich bin auf jeden Fall nicht der Einzige, der sich so schlecht angestellt hat. Danke fürs Lieben. Gut, Need for Speed. Der Hinweis hat gerade gesagt, dass es weder Springen noch, ja, brauche einfach nur lenken. Das ist hier gerade ein bisschen schwierig, finde ich tatsächlich. Okay, danke schön. Einfach gerade auslenken, das geht doch ganz gut. Komm. Oh, cooler Kurs. Da ist jemand im Ziel. Aber da kann man da noch weitere Runde machen. Da stand irgendwie so, man sollte irgendwie noch mehr Runden machen und so. Wenn man Bock drauf hat. Aber ne, wir haben es geschafft, das reicht mir. Also in der Beschreibung des Kurses, ne? Hi! Kenn ich den Kurs? Ich hoffe nicht. Hallo! Machen wir mal. Der fährt am Anfang so, dass nicht davon abhalten, ins Ziel zu kommen. Wow, das ist schon ein cooler Kurs. So. Außer der Anfang halt. Die Lücke hätten das nicht machen müssen. Aber vielleicht nochmal, damit die Leute auch wirklich springen, so, keine Ahnung. Oh, schön das. Das ist halt immer so leicht umkippt, halt immer so ein bisschen. Das ist nicht Boost, ne? Genau. Okay. Ich bin gerade dran was haben wir, aber ich habe ja immer gut Gelegenheit zwischen den Kursen mit ihm zu reden oder so. Okay, soll jetzt gleich das Ziel kommen. Hallo? Interessantes Ziel, keine Ahnung. Ach, meine Güte. Hey. Ja, ich habe gerade eine Runde noch gespielt in diesem halt Creative-Ding da. War halt wieder so, wie man kennt, halt auf meinen 5 Kursen, da kam halt wieder irgendwie so eine Map, wo halt erst nicht wieder alle ins Ziel kommen dürfen. Weil einfach nicht das Problem, aber keine Ahnung. Dann war irgendwie die Map teilweise ein bisschen komisch. Nicht jeder hat Ballpower abbekommen. Und da, keine Ahnung, ich war gut dran. Dann bin ich einmal dumm gefailt so. Und dann habe ich halt komplett die Kontrolle verloren, hab rumgeschrien. Deswegen kriegt ihr das jetzt auch nicht. Machen wir nochmal zum Abschluss für meine jetzige Session. Einfach mal so ein bisschen Trupp. So viert's auch, sehr gut. Und dann passt das schon einigermaßen. Naja, okay. Aber cool, schöner erster Platz. Das gibt mir wieder Mut. Ein Dreier-Trupp ist dabei, ich sehe ihn.
große Fans. Ventilatoren. Große Fans, glaube ich. Es gibt ein großes Asset, nutzt das doch. Ja, Ungeduld zahlt sich hier leider nicht aus, aber ich verstehe das, ich fühle das. Ich habe leider nicht meine eigentlichen Moves, nur meine eigentlichen Emotes. Die Mitte nehmen, ne? Manchmal läuft es auch einfach gar nicht, ne? Ja, genau, so wollte ich das haben. Oh Gott, was mache ich da? Da kommt hier bitte auch noch ein Ziel, dankeschön. Was machst du da? Was machst du da? Ah, ich hab natürlich wieder den besten Trupp erwischt. Komm, wo bist du? Ich hätte doch alle. Komm du. Nein. Ah gut, läuft ein Countdown. Ey, wenn keine Lex-Trupps weiterkommen, ist auch okay, so, ne? Wir kommen weiter. Keine Ahnung. Bitte bleibt einfach drin, dankeschön. Wer witzig, wenn wir gewinnen? Zehenspitzen. Da kann alles fallen oder da kann alles scheitern in einer Sekunde, ne? Innerhalb einer Sekunde. Gibt's irgendwelche Hindernisse? Nö, ganz klassisch. Okay, sind noch alle da, sehr gut. So, ich fange einfach eigentlich immer ganz einfach immer damit an, einfach wild drauf loszuspringen. Aber hier hat schon alles gewackelt so. Jetzt vorsichtig sein. Spring da einfach rüber. Was ist denn los mit den Leuten? Ah. Okay, jetzt wirklich keine Ahnung. Team abschweifen. Das ist ganz cool, wo ich dann auch einfach mit einem Punkt gewinne. Das ist nämlich auch noch eine Trophäe, die es gibt. Ein Team spielt mit nur einem Punkt. Also das Qualifizieren in einem Team spielt mit nur einem Punkt. Perfektes Paar. Klassik. Cool, freut mich. Das ist die Frage, ob es richtig klassisch ist, ob es da noch Hindernisse in der Mitte gibt. Es gibt Hindernisse in der Mitte. Leute, ich brauche euch, ne? Die besten drei kommen weiter. Oh Gott. Was mache ich? Leute, es tut mir leid. Eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, ist der Trupp-Tumult, ne? Den haben wir uns jetzt noch gar nicht angeschaut. Wo wir uns einfach so mit Trupps, so Maps anschauen, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt.
So, wir waren Namen, den ich lesen kann. Und ja. Ich nehme einfach weiter auf, ne? Und dann am Ende bekommt ihr einen schönen Slam-Schnitt. Bin dann 24. ne? Frohe Weihnachten nochmal, ne? Die einen Besten kommen weiter. Ah, okay, das ist quasi, ja, okay. Eins gegen eins, verstehe. Das ist so Schleimcharakter extrem, ne? So Wolkenschleimkatze halt, ne? Und wie es jetzt gehört, kann man hier abkürzen, habe ich gesagt. Na komm, warten wir noch mal kurz eine Iteration. Nein! Okay, das ist peinlich. Okay, ist halt Schleimcharakter, aber es kommt kein Schleim, ne? So, einfach nochmal. Hoch da. Okay, das hätte auch wieder schief gehen können fast. Es geht schnell. Oh nein. Das ist okay. Ja, okay, dann machen wir noch eine Runde. Ganz entspannt. Oh, ich würde sagen, lassen wir uns jetzt hier auch einfach mal gemeinsam so einfach so ein paar Runden davon anschauen hier. Immer schön. Also mal kurz. Nein! Boah, warum liefen die denn alle? Das ist ein bisschen nervig. Ein bisschen. Ja, genau. Also sind halt schon sehr Wolkenschreibenkratzer inspiriert, so. Das merkt man. Aber ist auch okay, so. Hier sind wir gerade gar nichts los und hier hat das Finale, ne? Bisschen vertrauter Aufbau, so. Dankeschön und dann ab ins Ziel. Könnte sogar nochmal emoten, so. Du bist der Einzige, der ins Ziel kommt. Ja, von den Randoms sind noch alle da. Oh, keine Ahnung. Hoffen wir einfach, dass das halt abläuft, nicht einfach nicht schaffen, so. Ah. Es darf nur einer ins Ziel kommen, so. Okay, das ist halt Countdown, sehr gut. Okay, der Typ schafft das nicht. Der nicht. Was ist bis jetzt die Frage? Sind es die gleichen Modi, die auch bei dem anderen Kreativding kommen können? Oder sind das andere? Vier Pinguin-Dinge. Und zwei von euch sind geliebt, ihr dürft nicht mehr tanzen. Voll fake. Ist das schon mal eine sehr gute Anfangssituation? Naja, ist eigentlich auch egal, ne? Haben wir ja im letzten Mal gesehen. Thank you.
schöne Geburtstagsmap. Die würde ich mir zum Geburtstag wünschen. Also es gab aber dann somit wohl auch mal. Warum fallen wir immer so lange? Wohl auch mal schon die Party. Deko da ist schon wieder einer geliefert von uns. Was soll denn? Warum liefen die Leute denn? Das ist sehr unkollegial. Aber das war schon wieder knapp. Was ist hier los? Oh nein, das Ballpower. Ich mag irgendwie keine Ahnung. Und das Ballpower doch eher ätzend, leider. Das Portal gerade auf und da. Was ist das denn? Das sind deswegen geliebt, weil die Map schon kennen. Was ist das denn? Ah, von mir aus. Beatrutsche Ex. Gönnen wir uns doch nochmal eine Extreme Solo-Runde. Und das ist eigentlich ein Kurs, da bin ich eigentlich immer Erster geworden. Wenn Rote nicht dabei war. Meine Güte. Ja. Oh ja, schön. Hallo! Ja, okay, ich werde auf jeden Fall nicht Erster. Aber meine Abkürzung muss ich noch hoffentlich noch, ne? Hallo! Also ja, funktioniert, aber... niemand auch andere. Ah ja, große Töne gucken und dann sowas noch. Ganz normal! Ganz normal hier bei Templars, das ist ein 689. Der Kreisel X. Das heißt, da werde ich definitiv nicht durch die Mitte gehen. Weil ich das mittlerweile so in den meisten Fällen immer mal geschafft habe. Ist selbst das Risiko nicht wert, und so mal, ne? Aus der Übung, aus dem Sinn. Komm, steh auf, Penner. Genau, deswegen warten wir. Wir nehmen nicht die Mitte. Ja, schön. Nein, der Schießgen ist wieder da. Vorsichtig, Lein. Einfach vorsichtig, Kleiner. Passt da schon. Wobei, Finale da. Ja. Wünsche, wenn der zweiten Reihe steht. Acht müssen ausscheiden. Hallo, nicht ich. Die anderen acht. So, ich war oben lang, ganz wichtig. Ja, dann sei, nee, ich riskiere nichts. Ich bin immer extra vorsichtig.
sparen uns da trotzdem irgendwo gegen. Da waren schon Leute im Ziel, so ein bisschen ätzend. Nein, 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 nein! Ich. Zack, zack, vorsichtig. So, wir sind in der Truppshow. Ich würde nämlich gerne noch eine Daily, glaube ich, schaffen. Ja, doch, genau, eine Daily, damit ich noch eine Kudos-Belohnung bekomme. Die halt, glaube ich, auch jetzt irgendwie jetzt resetten. So, ich weiß es gerade gar nicht. Ich will ja eine Kudos-Belohnung jetzt noch bekommen. Also, muss ich mir ja Sachen im Shop leisten können. Ja, mit diesen seltenen Sachen sind da, glaube ich, immer so eine kleine Problematik. Komm, geh jetzt runter, bitte. Dankeschön. Oh, mein Trupp ist recht gut dabei, das finde ich super. Okay. Warum bin ich alleine und die anderen da sind zu dritt? Ich fühle mich wieder ausgeschlossen. Hilfe. Ja, dann gehe ich jetzt Mitte. Bin ich eigentlich jemals schon in die Mitte gegangen? Ich gehe jetzt mal die Mitte, so. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal in die Mitte gegangen bin. Bestimmt mal, ne? Aber irgendwie ist es eigentlich, glaube ich, gehe immer am Rand, so. Hallo? Was war das denn schon wieder? Naja, rutschig, ne? Rutschige Schieflage. Na gut, dann gehen wir jetzt doch außen rum. Was ist das hier? Da sind schon Leute im Ziel. Das ist doch gar nicht cool. Okay. Ja, ich bin auch gleich da, keine Sorge. Wir kriegen die Punkte, Leute. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Ganz locker. Sollte ich halt nicht angeben, sondern einfach durchkommen. Schön bin ich getrennt. Ich fühle mich ausgeschlossen, ich gehe jetzt. Wir sind schon in den Top 4. Hilfe. Ich habe nicht meine coolen Moves. Das ist traurig. Aua. Sehr gut. Ja, dann müsste ich jetzt auch die Daily haben. Mein Daily hat nämlich noch gesagt, er hat auch dreimal qualifizieren und das habe ich ja jetzt. Aber wir wollen gewinnen. Okay, Spitzenfinale. Schleimkraxler, Ex. Da hatte ich ja eigentlich mal zwei ganz gute Abkürzungen. Kann ich sie noch? Gehen sie noch? Einmal da halt bei diesen drei Röhren kann man abkürzen, dann halt dieser Hammersprung. Der Hammersprung, der sollte eigentlich noch klar gehen. Wir gucken mal. Ich gehe mal außen rum.
zwar knapp. So ein bisschen. Nicht boosten lassen. Und hier. Das geht auch noch. Ja, ja. Na, jetzt einfach hier so links. So geht das noch. Ja, sehr gut. Jetzt hier den Hammersprung. Der eigentlich sogar einfacher ist als der an. So. Ja, ich gebe dir gerne am Ende nochmal so einen Hammer, nur den hätte ich das jetzt aber auch, wenn er da gewesen wäre, auch nicht gemacht. Nein. Ganz entspannt, also nicht zu entspannt, wobei doch entspannt. Okay, da ist noch ein Typ von uns. Komm, du schaffst das, ich glaube an dich. Ah, ja, komm. Der ist schon sogar Zweiter. Komm, du bist ein Schießkin, du kannst nichts. Oh, ich glaube, er kann ein bisschen was. Die besten zwei kommen. Die besten zwei kommen weiter. Ja, könnte noch vielleicht ausgehen für uns, je nachdem. Okay. Hexrolle. Ein Kurs, den ich sehr gerne habe. Vor allem so ein kleines, so ein schmales. So, es könnte schmaler sein. Aber ich mag die schmale Hexrolle, weil da kann ich es. Mal gucken. Kann sein, dass ich wieder alles komplett ins Ausgehe, aber ich mache einfach mal, ne? Habe ich so direkt eine Lücke. Das ist gut. Nur noch zu dritt? Warum sind wir denn nur noch zu dritt? Dachte wohl einer wieder, wir werden auch Ingrid ausgeschieden oder Internet, keine Ahnung. Internet ist connect. Kann ja alles möglich sein. Vollgeil immer noch. Wo Epic Game letztens alle, vor einiger Zeit alle Entwickler rausgeschmissen hat, nur ein paar Leute, die daneben halten können. Drin gelassen. Ein bisschen in die Mitte killen. Oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt wird langsam ernst. Der Moment, wo Hexrolle richtig spannend wird. Okay, noch der eine Typ. Wie? Wie hast du das denn geschafft? Oh Gott. Verrecke. Okay, mein Kumpel ist weg. Ich wollte eigentlich ein bisschen aggressiv spielen. Also ihn auch packen und so, aber gut, dann. Oh Gott. Er fällt, er fällt. Wir haben gewonnen. Geil. Wir brauchen noch ein besonderes Gesicht. Ungewöhnlich. Sieht aber episch, ja, dann rüsten wir episch aus. So, wir sind wieder in so einer. Ist wieder Zeit für so einen Modus. Also, eigentlich ist das im Prinzip halt immer ganz cool, wenn man so einfach so einen besonderen Modus zu spielen. Ich hoffe nur, dass die halt kein Scam sind. Ich muss hier runter. Oh Gott, was ist das denn schon wieder? Ja, ich verstehe, was ihr von mir wollt. Irgendwie, ja. Ich verstehe das nicht. Sorry. Also einfach durch. Okay, einfach durch. Aber die Dinger haben einen auch eher runtergedrückt, so, ne? Das war ja schlecht.
fangen wir hier. Hilfe auf jeden Fall. Oh, das, was war das denn? Ein schwacher Hüpfer. Oh nein, Schnee. Ich hasse Schnee. Ja, lass mich doch mal. Meine Güte, was ist denn das? Also ich verstehe, was ich tue. Ich muss hier so rauf. Ich geh da rauf. Das ist eine Kamera gerade. Ich hätte es verdient, das nicht zu schaffen, tatsächlich. Nein! Was war das denn jetzt? Oh, SpongeBob. SpongeBob ist weg. Oh. Ja, okay. Danke, SpongeBob, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Das war ein glücklicher Move. Der Kuss hat mir bekannt, war. Allein ist mal halt irgendwie so ein Ball, also irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen. Schon ein bisschen unfair, dass halt einige Leute dann wirklich auf den Ball erstmal warten müssen. Dann wieder. Da war ein Checkpoint, ich hab's gehört. Komm rein da. Oh Gott. Ich sehe nichts. Na, das hätte springen müssen. Aber wir kennen den Kurs auf jeden Fall nicht. Ich hab keinen Ball mehr. Manchmal kann man anscheinend unendlich ballen, manchmal. Ach, keine Ahnung. Er steht irgendwie so, ne? Einmal nur, jetzt hab ich den Ball nicht mehr. Komm durch da. Durch. Irgendwie, weiß nicht. Der Ball funktioniert nicht so gut. Ich krieg den Sprung nicht hin. Sollen wir den Ball neu einsammeln? Warum nicht unendlich? Man kann ihn doch anscheinend unendlich einstellen, so. Ich verstehe es nicht. Was soll ich jetzt ohne Ball machen? Das ist jetzt einfacher. Nee, ich brauche auf jeden Fall den Ball irgendwie. Muss ich früher drücken? Oh Mann. Ja, guck mal, der Weinfall hat gerade den gleichen Fehler gemacht, oder? Nee. Ich werde irgendwie schummeln. Ich warte noch auf den Augenblick, dass da irgendwann mal daneben falle. Keine Ahnung. War das mal so? Ja, nee. Nee, ich muss da schon mit ordentlich Anlauf mit dem Ball da durchkommen. Boah. Ich würde manchmal einfach gerne melden, weil ich schlecht bin, so. Ich schaff's einfach nicht. Sorry, keine Ahnung. Spielentwickler. Map-Entwickler, Renegade Chiara, sag mir das. Das ist Chiara.
einfach nicht springen. Ich muss schon springen, so. Weil ich probiere einfach nicht zu springen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe, aber ich probiere das jetzt einfach mal. Also ich habe wirklich was mit 12 Maps einfach ein Vorgas gibt, seitdem es den kreativen Modus gibt. Okay. Nicht drücken. Das nicht drücken, das ist der Trick. Ich glaube, wir haben auch genug Zeit, weil ich würde gerne einen Siegpunkt bekommen, so. Also wenn ihr ein Problem mit dem Ball habt, einfach mal nicht drücken. Warum denn jetzt Countdown, Mann? Lass mich doch erstmal, lass uns doch mal spielen, so. Ja, okay. Mach ich mal kurz eine extreme Solo-Show. Und diese Map hatten wir auch noch gar nicht in diesem Video, soweit ich weiß. Von daher ist es ein Grund, dass die auf jeden Fall drin bleibt. Ich hatte gerade nämlich schon so einen peinlichen Versuch, eine Solo-Show zu machen. Solo-Extreme. War dann auch kurz erst zu werden, war dann dumm, bin gestorben. Dann ist mir eingefallen, oh, ist ja Extreme. Ja, aber gut, ne? Oh Gott, das ist schon wieder furchtbar. Sind die umplatziert worden? Wir gehen auf jeden Fall da nicht die Mitte oben, ne? Wie gesagt, ich hier nichts riskieren, so. Riskieren kann ich, wenn es egal ist, wenn ich sterbe. Wobei jetzt auch die einfache Mitte da kommt. Ich schaff das. Das bleibt im Video. Es ist Revanche-Time. Und da mache ich definitiv nicht die Mitte. Gut, ne, wir schaffen das schon irgendwie. Aber ganz ehrlich, wir schaffen das halt wirklich so. Der Rad ist jetzt nicht wirklich gefährlich. Ich sterbe wahrscheinlich gleich für diese Aussage, ne? Oh ja. Dann Leute, bin ich gespannt, wie ich das Video geschnitten habe. Weil ich will, ja, ich sollte es ein bisschen kurz abschneiden auf jeden Fall. So langweilige Szenen wirklich rausschneiden. Ich muss mal gucken. Prinzipiell, ja, immer wenn ich das aufgenommen habe oder gesprochen habe, dann lasse ich das schon so drin, ne? Okay, ganz bestimmt nicht. Ich werde nicht sterben gleich. Ich meine... Hallo? Lass mich bitte in Ruhe, danke schön. Kamera, hast du Bock? Nicht so, ne? Ist er gerade gestorben? Los, komm. Let's start. Schon jemand. Perfekt. Wir gucken mal, wie es läuft, ne? Den Kurs hatten wir. Ja, doch, den Kurs hatten wir schon mal. Aber ich tue erstmal so, als seht ihr das. Ja, schon mal gucken, ne? Wie viel Aufwand ich mir mache und auch wie zeitlich passt, ne? Theoretisch sollte es jetzt eigentlich mal bald demnächst einfach mal. Ich habe auch schon mal so angefangen, so ein bisschen halt die alten Teile zu schneiden, dass man wirklich auch mal jetzt wirklich so ein Final-Ding zu Lampacken und halt auch alle unnötigen Lücken halt entferne. Aber dann haben wir halt immer noch die Möglichkeit lasse, hey, ich kann auch weitermachen, noch ein bisschen was rein schneiden hinten, ne? Weil Chronologie behalten wir hier auf jeden Fall bei, ne? Von daher. Oh mein Gott, was war das für ein Sprung? Das hab ich noch nie geschafft. Was schaffe ich jetzt das bitte? Nee. Na gut. Dann halt nicht. Danke fürs Freimachen. Was ist das denn? Im Folgenden habe ich 5 Siege in Folge geholt im Stream des guten Max Zen G und Lamatori Potato, aber ja. Der andere Max hat die Trophäe bekommen. Ich leider nicht. Woo!
So, zum Abschluss dieses wundervollen Kalendertürchens gehen wir nochmal in die gefrorenen Prüfungen. Die sind jetzt gerade als neues Event reingekommen. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, da sehe ich mich. Mal gucken, ne? Wird auf jeden Fall auch nur wirklich nur eine Runde sein. Selbst wenn ich dann Bock haben sollte, jetzt nochmal die 5 Runden Folge zu machen, dann habt ihr nichts davon. Ich vielleicht, aber für euch ist das jetzt die letzte Runde. Weil ich muss ja irgendwann auch mal ein Video fertig machen, ne? Und ich finde es gerade super, dass es einfach nochmal hier diese neue Runde gibt. Kommt mir gerade ein bisschen laut vor, aber wird schon passen so. Sag ich es einfach mal. Na komm, weg mit euch. Frage, was die gewonnenen Prüfungen sind. Wahrscheinlich, weiß nicht so. Eisüberlebensrunden, was gibt's denn noch so? Ich hoffe, was anderes. Hexagonrunden werden es ja nicht sein. Auch scheint einfach mal 3 Überlebensrunden zu sein, sage ich jetzt einfach mal, aber. Ja, weiß nicht. Ist jetzt 3-mal dünnes Eis so? Sieht ein bisschen so aus. Ah, ich weiß nicht. Ich hoffe, die Arena ist jetzt ein bisschen schwieriger als die von eben. Und das von eben war ja auch schon so die. Was heißt schwieriger, aber halt eine ebene Arena mit, wo halt das Eis schnell. Und wegfällt, weil halt so Ebenen schon mal so Platten einfach weg sind, so schon von Anfang an. Okay, das ist die gleiche Fläche. Ja, ist ein bisschen kleiner, Fragezeichen. Ich weiß nicht. Na gut, das hat tatsächlich irgendwie. Ich würde jetzt dann, glaube ich, leider nochmal eine richtige Solo-Runde reingehen. Weil das war mein eigentlicher Plan tatsächlich. Das ist einfach Bonus-Content, so, weil gerade das reingekommen ist, so ganz einfach. Außer ich werde gute Geister gründen. Mal gucken. Oder ich sterbe und hab keinen Bock mehr. Ja, mal gucken. Das hier wird nicht gecuttet. Das kriegt ihr so, wie es ist. Außer für die Ladezeiten. Also, dann wobei, mal gucken, ne. Bisher habe ich jetzt keinen Grund, die Übergang zu dem Level rüber zu cutten, weil ich habe die ganze Zeit geredet, so, ne. Muss ein bisschen aufpassen. Was ich mache, um mich nicht ablenken lassen. Ich habe jetzt gerade noch einen Stream laufen, den ich auch so ein bisschen gucke. Aber ich versuche einfach mal, mich nicht ablenken zu lassen. Aber das ist, glaube ich, einfacher gesagt als getan, so. Weil ich denke mal, dass ich dann wirklich nach der Aufnahme dann einfach vielleicht noch die Dailies jetzt mache. Wobei das ist eigentlich der einzige Grund dafür, dass es wirklich Level 40 zu reißen, aber dafür habe ich halt wirklich genug Zeit so. Der die Season gibt es Mitte Januar. Oder der Season, der Ruhmes Pass. Und ja. Ne? Und nein, oh, nicht die große, meine Güte. Ne, das ist ein doofer Modus. Genau, und es gibt auch noch so Double XP dann, so, dann passt das schon so. Das ist wirklich hoch mit den seltenen Items, dann muss ich halt irgendwann mal, weiß nicht, Geld ausgeben. Theoretisch, wenn ich will halt auch nicht so aktiv jetzt auf diesem Account spielen, ne, wisst ihr? Weil ich habe eigentlich immer noch mal Main-Account, so muss man gucken. Vielleicht gibt es einmal einfach wirklich, keine Ahnung, kurz noch ein bisschen Geld aus, damit ich mir einen Ruhmespass kaufen kann, ein bisschen ausrüsten kann. Mal gucken. Wäre von der Hinsicht tatsächlich auch okay, weil ich habe für dieses Spiel nie Geld auszugeben, von daher ist es ja mal okay. Nur halt damals der PS Plus so, ne? Weil ich sag von Anfang an, die ganzen Ruhmespass oder Season Pass, die habe ich dann einfach immer mit den Lachern gekauft, die ich hatte, ne? Die erste Season habe ich halt bekommen, so, weil ich das vorher das Spiel quasi hatte, auch wenn es halt PS Plus mäßig war, aber egal.
Wahrscheinlich gibt es halt darin in den Season Passes ja auch legendäre Kleidungsstücke, Ausrüstungsstücke, die ich da irgendwie so in Frage gestellt habe. Boah, das ist einfach so ätzend. Ich würde mich einfach am liebsten einfach umbringen, so. Einfach mal so ein bisschen abtrennen, ne? Nein, fuck! Okay, ich lebe noch. Und es leckt ein bisschen. Vielleicht liegt da noch gerade ein Streamlauf und halt über die Playstation-Spiele, ne? Keine Ahnung. Oh, fuck! Gut, raus hier schnell. Gut, machen wir jetzt noch so einen Abschluss, wirklich nochmal eine Lolo-Folge. Gibt es noch irgendwas anderes? Winterwanderer, lass mal. Wir machen ein ganz klassisches Lolo nochmal. Genau, vorher war der die extrem Lolo-Show. Machen wir das jetzt, wie gesagt, noch einmal, Ja, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Wippe, war das doch mal eine Map. Hoffen wir einfach. Am besten irgendwie hoffe ich so ein bisschen, dass es verkacke, nur damit ich keine Motivation weiter. Ne, ich werde danach einfach ausmachen, so. Ich will einfach wieder nochmal so einen kleinen Abschluss nehmen, nachdem halt jetzt auch letztes halt jetzt so ein bisschen unkommentiertes Gameplay kam. Aufgrund einer Aufnahme, die ich das ganz heimlich gemacht habe, wenn ich mit anderen Leuten gespielt habe, aber halt, ne? Ganz legal, ganz rechtens oder so. Keine Ahnung. Dann habt ihr ein schönes letztes. Ich kann natürlich, naja. Es ist ja mittlerweile schon bekannt, dass es natürlich 25 und 26 gibt, also von daher, ne. Viel Spaß auch damit. Ich hoffe, es gefällt. Es ist mir ein Spiel, was mir tatsächlich sehr wichtig ist. Aus verschiedenen Gründen. Habe ich eigentlich schon die 20 mal Erster werden? Ich weiß es nicht. Man kann. Weil, ich glaube, ich habe das dann letztes Mal. Weil, nee, oder? Oh fuck, was ist das? Dankeschön. Ich habe irgendeine Trophäe letztens noch bekommen. Also war die Trophäe für 20 Show-Siege. Es dauert verdammt lange gerade, ne? Na komm, kommt jetzt bitte ins Ziel. Du jetzt der eine gerade, ne? Ist ja gerade gestorben. Naja, wenn wir ins Ziel kommen, du auch sehr schön. Also wenn man so ein Trophäe jetzt noch so bekommen, wäre ganz cool, ne? Denk mal, die Stunde Pein habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, 100 Runden gespielt. Nämlich 100 mal qualifiziert. Wäre witzig, ne? Wenn es kommt. Boah, ein Bahnkampf, das kriegen wir hin. So schön, dass ich raustappen kann, ne? Hopp. Hopp. Dass es schön wäre, wenn ich die Show gewinne, muss ich da eigentlich nicht sagen, ne? Aber ich sollte sowas nicht schießen, ne? So, gehen wir wieder hoch, ne? Ganz wichtig. Wichtig und richtig. Das ist schlecht. Was? Guter Typ, hast du gut gemacht. Oh, Reifenlegende. Boah, 6 Punkte müssen wir bekommen.
Ein goldener Ring bringt 5 Punkte. Das finde ich halt immer noch. Ja. 2 Punkte per. Oh ja, ne? Also brauchen wir ein bisschen Glück auf jeden Fall. Gucken wir mal. Da ist ein goldener Ring. Wo sind wir? Keine Ahnung, wo wir sind. Da hinten, ne? Da hinten rechts jetzt, glaube ich. Oh. Ja, ne? Dann gucken wir mal. Fuck. Oh. Jack, kein Bock mehr. Oh, was ist ein goldener Ring? Ha, geil. Komplett unfair immer noch so, aber. Pinguin-Pool-Party, oh nee. Also letztes Mal, als wir hier waren, haben wir es ja geschafft. Komm. Okay, ich wollte gerade sagen, warum bin ich hier oben? Wir sind alle hier oben, so, ne? Ich sehe nichts. Dann greif doch mal. Ja, ne? Gib mir dein Baby. Ist okay. Da ist ein Baby. Und nimm doch. Nimm doch das Baby, verdammt nochmal. Deswegen spielst du auf dem PC, da legt das nicht so scheiße. Komm her. Meine Güte, komm jetzt her. Mann, was ist denn das? Nicht den Scheiß, dankeschön. Machen wir den Saskia-Trick. Ja, muss halt direkt runterrutschen, so, ne? Oh, man greift doch das Baby, verdammt nochmal. Greift doch das Baby. Warum klappt das denn nicht? Ich fühl mich grad richtig paar A von dem Spiel, so. Nimm doch das Baby, verdammt nochmal. Dankeschön. Meine Güte, was eine Geburt. So, dann sollte es aber auch bitte das Finale kommen, bitte. Ah, so machen wir da. Okay. Checken wir die, du Penner. Das ist peinlich. Naja gut, habe jetzt keine Motivation, die 5 Siegelfolge zu machen heute, ist doch gut. Oh ja. Sehr schön. Der ist abgeschlossen, das gibt gute Erfahrung. Alle Level 25 sehen wir jetzt nicht, ne? Nee. Oh, jetzt mal schauen. Haben wir hier irgendwas? Ah, hier muss man irgendwie was abschließen. Ja, was bekommen wir denn hier? Was ist das hier? Schneeengel-Emote. Ein anderes Emote. Event. Der Event ist auch nicht legendär. So, verstehe. Ist einfach nur Event. Na gut, dann ist es auch nicht spannend. Können wir jetzt mal gucken, tatsächlich. Selten. Episch. Ja, episch ist schon mal gut, so, ne? Gesicht ungewöhnlich. Ja, ist auf jeden Fall besser, so, ne? Können wir schon das kaufen noch. Um der 50er-Trophäe näher zu kommen, aber ne. Ja, nee. Oh, hier weiter unten.
Was ist denn? Warum ist hier so viel? Party King. Ich will einfach nur hier Party King, dankeschön. Ja gut, ne, dann dankeschön fürs Zuschauen bei diesem wunderschönen Adventskalender-Türchen. Und ja, bis zu den beiden Bonustürchen. Ciao.